Ein historischer Moment, ein Meilenstein, so wird der Migrationsgipfel von den Altparteien abgefeiert. Ein Grund mehr, das Ganze mal genauer unter die Lupe zu nehmen, das werde ich heute machen, zusammen mit André Poggenborg. Außerdem präsentieren wir Daten, Zahlen und Fakten, die belegen, dass die Umvolkung kein Hirngespinst, keine Verschwörungstheorie ist, sondern Realität und in Zukunft vermutlich noch schneller ablaufen wird. Das ist der Brennpunkt des Tages. Im Kanzleramt in Berlin hat der Migrationsgipfel stattgefunden diese Nacht. Ein Treffen von Bund und Ländern, um über das Problem der Massenmigration zu beraten. Insbesondere über das Problem der extrem hohen Kosten. Dieses Jahr, allein dieses Jahr, wurden insgesamt fast 50 Milliarden Euro für die Massenmigration ausgegeben. Um genau zu sein, 48,2. Hier sieht man das mal dargestellt, auch im Vorjahresvergleich. 2022 wurden nämlich nur in Anführungszeichen 42 Milliarden ausgegeben für die Migranten. Und wenn man das mal vergleicht mit den Ausgaben für die Verteidigung, für die Landesverteidigung, hier fehlt ein I, aber ist nicht so schlimm, das ist ja fast genauso viel, 50,1 Milliarden. Ja, ja. Also wenn ein Staat fast genauso viel Geld für Migranten ausgibt wie für die eigene Verteidigung, da läuft irgendetwas grundfalsch. Ja. Es darf man nicht vergessen, das sind die Zahlen, das ist das Geld, was direkt zugeordnet werden kann. Ja. Es gibt ja wahrscheinlich noch mal das Doppelte an Geld, was aufgewandt werden muss, wenn im Asylantenheim das 10. Mal der Rauchmelder losgeht. Ja. Also das sind ja auch nur offizielle Angaben der Regierung, des Bundesfinanzministeriums. Genau. Das heißt, man weiß nicht, was da noch am Laufen ist. Es gibt ganz viele versteckte Kosten, die ja gar nicht erfasst sind. Ja. Ja. Genau. Und diese 50 Milliarden, die werden angeblich aufgeteilt. Also angeblich gibt der Bund mehr Geld dafür aus als die Länder und Kommunen. Mhm. Nämlich der Bund, eigenen Angaben zufolge 28,6 Milliarden und die Länder und Kommunen 19,6 Milliarden. Jetzt habe ich aber erfahren, es wird ein Trick angewandt durch den Bund. Und zwar werden da die Kosten für die Bekämpfung der Fluchtursachen mit einberechnet. Eine Fluchtursache ist ja angeblich der Klimawandel. Das heißt, wenn es da irgendwelche Klimaschutzmaßnahmen gibt oder irgendwelche Naturkatastrophen, wo dann Geld fließt, das wird alles schön in die Ausgaben des Bundes mit einberechnet. Richtig. Und die realen Kosten, die dann anfallen vor Ort, in den Kommunen, das wird fast völlig, völlig selbst bezahlt von den Kommunen, von den Ländern. Deswegen sind die natürlich total am Limit. Die erfahren wir zum Teil auch gar nicht. Genau. Wirklich so. Na. Ja, und da haben wir eine Aussage von Michael Kretschmer, dem Ministerpräsidenten von Sachsen, der ja selbst die Lage nicht im Griff hat. Das wissen wir ja. Der verfolgt Patrioten im eigenen Land, der sichert die Grenze nicht. Aber hier sagt er mal was Richtiges, nämlich wenn er den Bund kritisiert. Es gibt Zahlen, dass wir für Asyl 50 Milliarden Euro pro Jahr ausgeben. Was sind das für Summen? Und wie stehen die in einem Verhältnis zu dem, was dieses Land eigentlich wirklich leisten muss? Oder zu einem Verhältnis zu den vielen Millionen Menschen, die nach den Regeln, die hier gerade angewandt werden, auch Anspruch auf Asyl hätten. Also es ist einfach, es braucht eine Lösung, eine Regelung. Wir sind der festen Überzeugung, dass einer der entscheidenden Pull-Faktoren das Thema Sozialleistung ist. Hier eine Unterscheidung zwischen abgelehnten und genehmigten Asylanträgen zu machen, ist das Erste. Braucht man dafür eine Grundgesetzänderung? Man muss es klären. Und man muss, wenn man darüber spricht, dass Asylverfahren außerhalb der Europäischen Union stattfindet, ja ganz sicher eine Obergrenze definieren. Also da hat er einen Punkt. Da hat er einen Punkt. Also der sächsische Ministerpräsident mit diesen rechtspopulistischen Aussagen kann einem fast sympathisch werden. Mhm. Man fragt sich nur, warum die Aussagen erst jetzt kommen, warum er eigentlich in gewisser Weise das wiederholt, was seit Jahren ja von seinen politischen Gegnern, nämlich den bösen Rechten, gepredigt wird. Ich glaube, es liegt natürlich daran, dass in Sachsen wie in vielen mitteldeutschen Ländern von der AfD, von den Freien Sachsen Druck gemacht wird. Sie ihn auch ein Stück weit vor sich hertreiben. Wir alle wissen, die CDU ist hauptsächlich mit daran schuld, dass es heute überhaupt so steht, wie es steht. Genau, also der Merkelismus, der hat uns das Ganze ja eingebrockt. Richtig. Und jetzt, wie gesagt, die Ampel ist wahnsinnig stolz auf das Ergebnis dieses Migrationsgipfels. Wir können mal ein Video schauen von Olaf Scholz, wie er sich selbst auf die Schulter klopft. Also es ist einfach nur zum Das macht ja auch niemand anderes. Das macht niemand anderes, genau. Ich will nicht zu große Worte ergreifen, aber doch sagen, dass ich glaube, dass das hier ein sehr historischer Moment ist, in dem wir hier sitzen. Denn es ist angesichts einer unbestreitbar großen Herausforderung wegen sehr großer Zahlen im Hinblick auf Fluchtmigration und irreguläre Migration es gelingt, dass alle Ebenen dieses Staates eng zusammenarbeiten. Und das ist auch notwendig. Das erwarten die Bürgerinnen und Bürger von uns, dass wir das tun. Und sie haben heute den Beweis, dass sich die Ebenen dieses Landes darauf verständigt haben, miteinander
dieser Herausforderung zu begegnen, eine gute Nachricht früh am Morgen. Also man ist vor allem auf zwei Sachen stolz, sage ich schon. Das eine ist eine Leistungskürzung. Also hier Christian Lindner schreibt auf X, die Einschränkungen bei den Leistungen für Asylbewerber können zu Einsparungen in Höhe von 1 Milliarde Euro führen. Dadurch werden nicht nur Länder und Kommunen entlastet. Durch diese Maßnahme wird auch die Anziehungskraft des deutschen Sozialstaats reduziert. Und zwar geht es darum... Eine Binsenweisheit, die seit Jahren mit anderen gepredigt wird. Richtig, die jetzt auf einmal richtig ist. Also es geht konkret darum, in den ersten 1,5 Jahren bekommen Asylbewerber nur die Grundleistung, bevor sie dann Anspruch auf Bürgergeld haben. Und dieser Zeitraum wurde jetzt von 1,5 Jahren auf 3 Jahre verlängert. Das heißt, die bekommen 3 Jahre nur die Grundleistung. Das ist im Fall eines alleinstehenden Asylbewerbers 410 Euro. Und das soll jetzt angeblich die Pull-Faktoren schwächen. Was natürlich Quatsch ist, weil allein diese Grundleistung, die ist dermaßen hoch im Vergleich zu anderen europäischen Ländern. Richtig. Also wir haben hier mal redaktionell eine Gegenüberstellung gemacht. Der europäische Vergleich dieser Grundleistung: in Deutschland 410 Euro pro Monat für einen alleinstehenden Asylbewerber. In Großbritannien umgerechnet 210 Euro, Schweden nur 180 Euro, Griechenland 150 und Ungarn sogar nur 60 Euro pro Monat. Da sieht man, so geht es auch. Ja. Richtig. Und Ungarn zum Beispiel, da will kein Asylbewerber hin. Und das sollte ja auch das Ziel der Migrationspolitik sein. Ja. Stattdessen nimmt man hier, also man sticht wirklich raus im europäischen Vergleich. Man ist ein sozialpolitisches Schlaraffenland. Richtig. Genau. Und wenn das so weitergeht, wird sich überhaupt nichts ändern. Richtig. Also das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass man jetzt fordert, Asylverfahren oder man will prüfen, Asylverfahren auch im Ausland abzuwickeln, was ja auch schon seit Jahren gefordert wird von Oppositionellen. Ja, und weil, das Geschrei damals war riesengroß. Wie kann man sowas fordern? Ja. Weiß ich noch genau. Es gibt ja hier diese Dublin-Verordnung, die sieht das ja eigentlich auch vor. Also eigentlich ist es auch rechtmäßig, wenn man in einem sicheren Land ankommt als Asylbewerber, muss dort natürlich auch das Asylverfahren stattfinden. Dort, wo man als erstes ankommt, und nicht erst in Deutschland, wenn man schon 5 andere sichere Staaten passiert hat. Ja, ist richtig. Also zu dem Migrationsgipfel, also für mich gipfelt das natürlich nur wieder in einer großen Ratlosigkeit. Das, was da jetzt als neue Erkenntnis diskutiert wird, hätte eigentlich im Herbst 2015 schon diskutiert werden müssen. Nämlich, dass natürlich das Geld ja nicht mit dem Gießkannenprinzip verteilt werden kann. Auch zu dem Beispiel jetzt hier, sind wir doch mal ehrlich, Bürgergeld dürfte es erst dann geben, wenn derjenige ein Staatsbürger geworden ist. Ja. Das wäre eigentlich die richtige Herangehensweise. Richtig. Auch da nur Augenwischerei. Auf jeden Fall. Und genau, jetzt will man prüfen, ob man Asylverfahren auch im Ausland machen kann. Ich meine, wenn man es jahrelang nicht hinbekommen hat, das umzusetzen, was soll dann jetzt die Prüfung? Also da wird doch wieder nichts rauskommen. Und von daher ist das alles also, nur ist im Grunde eine riesengroße Heuchelei. Man möchte hier Zeit schinden. Richtig. Man möchte bis ins nächste Jahr Zeit schinden. Superwahljahr 2024. Man möchte den Leuten irgendetwas vorgaukeln. Jeder weiß doch, da kommt nichts, da ist auch nicht wirklich was angedacht. Der Wille ist doch gar nicht da. Ja. Aber es könnten ja einige Leute sagen, oh, vielleicht haben sie es ja jetzt doch verstanden, wählen wir sie doch. Und ich glaube, so sollen die Leute reingelegt werden. Ganz richtig. Man sieht es ja auch daran, also man ist jetzt stolz drauf, die Anreize gesenkt zu haben, angeblich für Migranten. Man hat aber kurz vor diesem Migrationsgipfel einen neuen Anreiz geschaffen, indem nämlich die Ampelregierung ein neues Gesetz beschlossen hat, was den Zugang zum Arbeitsmarkt massiv erleichtert für Migranten. Ja. Also es war bisher so, wenn man in einer Erstaufnahmeeinrichtung war, dass man 9 Monate lang nicht arbeiten durfte, jetzt wurde es verkürzt auf 6 Monate. Dann ist es so, wenn man abgelehnt wurde als Asylbewerber, aber einen Job hat, kriegt man eine Duldung. Das ist jetzt auch Gesetz geworden. Richtig. Durch die Ampelregierung und andersrum, wenn man geduldet ist, soll man jetzt im Regelfall die Arbeitserlaubnis bekommen, nicht mehr nur in Ausnahmefällen. Ja. Das heißt, es wurde ein neuer Anreiz geschaffen, was wieder tausende Migranten in unser Land reinziehen wird. Genau. Und das, wie gesagt, kurz vor diesem Migrationsgipfel beschlossen, woran man sieht, es, wie du gesagt hast, der Wille fehlt. War nicht da. Also, wenn ja eine Regel geschaffen wird, die im Volk vielleicht ein bisschen Anklang findet, gibt es 2 Hintertüren, die vorher schon geöffnet wurden, wie das ausgehebelt werden kann. Die Leute müssen verstehen und begreifen, die wollen das doch gar nicht. Die wollen das nicht, die werden auch nichts davon wirklich umsetzen, die sind unwählbar. Richtig. Und die Mehrheit der Bevölkerung will das auch nicht mehr, dieses Regelchaos, diese Massenmigration. Ja. Da habe ich auch mal ein Beispielvideo rausgesucht, mutmaßlich aus einer ostdeutschen Dorfdisco. Ich habe es nicht genau verorten können, aber das zeigt auf jeden Fall die Stimmung im Volk. Ausländer raus!
Also das ist klar formuliert. Da ist Stimmung, richtig. Richtig. Ja, ja. Weil hier sieht man es nochmal, die Zahlen, also es ist wirklich krass, findet sich in unserem neuen Magazin das Diagramm hier, wo also nicht nur die Asylanten abgebildet werden, sondern alle Zuwanderer, auch die ukrainischen Migranten, die hergekommen sind. Und da sieht man, 2023, also 2015, das Krisenjahr, ist im Vergleich zum jetzigen Jahr ein Witz. Über 2 Millionen das Zuwanderer. Das ist eigentlich der echte Migrationsgipfel. Richtig. Nicht das, das ist der Gipfel. Nicht das, was abgehalten wird. Ja, richtig. Ja. Genau, und da sieht man, wie sich das entwickelt hat über die Jahre und wie das jetzt wirklich völlig eskaliert unter dieser grünen, linksliberalen Regierung, die halt überhaupt keine Anstalten macht, da irgendwie eine Wende herbeizuführen. Richtig, ja. Stattdessen prahlt der Kanzler halt rum, wir müssen jetzt im großen Stil abschieben im Spiegelmagazin, aber was passiert? Nichts. Nichts, genau, richtig. Also es ist ja wie gesagt gewollt. Es gibt ja Leute, die wirklich auch vor ihrem Amtsantritt, vor ihrer Wahl in eine wichtige Position schon immer gesagt haben, wir wollen das ja. Wir wollen, dass hier wirklich massenweise fremde Menschen herkommen. Die einen wollen es, weil sie wirklich das deutsche Volk auslöschen wollen. Die anderen sind vielleicht immer noch der irrigen Meinung, dass wir Fachkräfte brauchen, die natürlich gar nicht kommen. Wenn überhaupt, bräuchten wir vielleicht hier und da Arbeitskräfte, aber keine Fachkräfte. Und normalerweise haben wir genug Deutsche hier im Land, die durch ordentliche Bildung, Weiterbildung, Ausbildung genau diese Stellen einnehmen könnten. Also das Versagen des Bildungssystems soll dann quasi über Masseneinwanderung konnte revidiert werden. Alles Quatsch. Ja. Liebe Zuschauer, es ist wirklich der Gipfel, was hier abgeht. Wir werden das Ganze weiterhin medial verfolgen. Darauf können Sie sich verlassen. Sie können uns gerne abonnieren auf YouTube oder auch unsere Online-Seite besuchen, compact-online.de, und kommentieren Sie gerne wieder mit. Darüber freuen wir uns sehr. Wir sehen uns dann morgen wieder mit dem nächsten Brennpunkt des Tages.